Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einer neuen Folge von Fotologbuch lernt Photoshop. Ja, wir wollen uns heute mit der nächsten Korrektureinstellungsebene beschäftigen, nämlich mit dem ganzen Thema Schwellenwert. Das ist diese Funktion hier unten. Bevor wir das aber machen, werde ich mir erstmal diese Ebene duplizieren, weil ich da noch was anderes vorhabe und aktiviere erstmal die originale Ebene, damit mir das Original nicht verloren geht. So, wie gesagt, Schwellenwert hier, aktivieren wir das erstmal. Das Erste, was man damit machen kann, man kann damit kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder mit nur zwei Farben erstellen. Das heißt, ich habe nur Schwarz und ich habe nur Weiß. Und ja, ich kann halt einstellen, was Schwarz-Weiß ist durch diesen Regler hier. Das heißt, schiebe ich ihn ganz nach links, ist alles, was von links, was jetzt nichts mehr ist, schwarz. Und alles, was von rechts ist, generell ist weiß. So, also jetzt ist nichts mehr rechts, also alles schwarz. So, und das kann ich jetzt entsprechend so einstellen, wie ich es haben möchte, je nach Geschmack. Hab dann natürlich schon mal ein bisschen was ausprobiert und weiß, dass ich so ungefähr bei 126, 127 für mich ein akzeptables Ergebnis war für das Foto. Man kann das Ganze noch verbessern, wie gesagt, gerade hier auch im Gesicht und sowas, wenn man ja bestimmte Zusatzschritte macht. Aber da wir diese Weichzeichnungsfilter etc. noch nicht hatten, lasse ich das an dieser Stelle. Was mich aber noch stört, ist dieser schwarze Rand hier außenrum. Wie gesagt, jetzt käme auch wieder das Thema Auswahlwerkzeuge ran. Ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe einfach diese beiden Ebenen, jetzt wisst ihr auch, warum ich das sozusagen dupliziert habe, vorher einfach mal zusammengefasst zu einer neuen Ebene. Halt, wollte sie nicht zusammenfassen, ich wollte sie auf eine Ebene reduzieren. Und habe dann einfach hier die überflüssigen Informationen mit dem Radiergummi rausgelöscht. So, habe das Ganze, wie gesagt, das mache ich jetzt nicht alles, noch hinterlegt mit einer neuen Ebene. Die habe ich dann einfach dahinter gelegt und diese Ebene habe ich mit Weiß gefüllt. Fläche füllen mit Weiß und hatte dann letztendlich, wenn ich fertig war mit dem Radieren, dieses Foto. Meine Tochter hat sich gefreut, wie gesagt, kann man bestimmt noch einfacher machen, aber das ist das erste. Gute, ja, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder kann man damit erstellen. Ja, kommen wir zum zweiten Beispiel, was wir mit diesem Schwellenwert alles machen können. Jetzt habe ich wieder ein anderes Foto noch rausgesucht. Und machen wir erstmal dann schnell wieder Vollbild. Dieses Bild hat offensichtlich einen kleinen Farbstich, falscher Weißabgleich. So. Und das wollen wir jetzt korrigieren. Auch und dafür wollen wir diese Schwellenwertgeschichte nutzen. Das heißt, bevor wir das aber machen können, müssen wir hier uns erstmal eine kleine Hilfsebene anlegen. So, setzen wir uns einfach an und diese Ebene füllen wir hier mit nicht weiß, sondern mit 50% grau und stellen ja, die Mischmodus der Ebene einfach mal auf Differenz. So, dann haben wir dieses komische Bild und darauf setzen wir jetzt mal diese Schwellenwertgeschichte an. So. Und jetzt haben wir hier erstmal eine komische Darstellung und wir schieben den Regler erstmal ganz nach links rüber und schieben ihn jetzt langsam wieder nach rechts, bis im Bild die ersten Konturen, also nicht die ersten Pixel, sondern wirklich die ersten Konturen auftauchen. Und wenn wir das haben, suchen wir uns einen Punkt, wo wir jetzt nämlich mit der Gradationskurve nicht den Schwarzpunkt, den Weißpunkt setzen können, sondern hier den Mittelton oder den Grauton eigentlich genau finden. Und das hat uns diese Funktion nämlich hier gerade angezeigt, Schwellenwert. Das heißt, wir haben hier jetzt Bereiche dargestellt, die wirklich unser Grau sind und das machen wir wieder ganz einfach. Jetzt gehe ich mal ein bisschen dichter ran. So. Und setze mir hier mit dem Farbaufnahmewerkzeug wieder so einen neuen Aufnahmepunkt. Machen wir einfach da mal rein. So. So. Schieben wir den noch ein bisschen rein, dass er wirklich im Schwarz ist, beziehungsweise im Grau. Und jetzt können wir diese Sachen hier einfach deaktivieren. Und sagen jetzt hier, okay, das ist wirklich mein Graubereich. So, und ihr seht schon am Bild, was gerade passiert ist. Das hat sich ein bisschen geändert. Ganzes Bild. Und damit haben wir diese Neutralgraustelle gefunden, mit Hilfe dieser Hilfsebene Schwellenwert. Und dann können wir mal gucken, was damit passiert ist. Wie gesagt, haben damit diesen Farbstich entfernt. Ja, das ist mein zweites Beispiel, wozu wir diese Schwellenwertgeschichte nutzen können als Hilfsebene. Kommen wir zum letzten Beispiel und da habe ich auch wieder ein Bild hier rausgesucht und ja, dieses Foto ist so ein bisschen flau von den Kontrasten her und ich will versuchen hier in dem Foto ein bisschen die Kontraste zu erhöhen
Und dafür gab es ja letztendlich hier die Tonwertkorrektur. Jetzt muss ich natürlich aber auch hier wieder mir erstmal die Stellen, die hellsten und die dunkelsten Stellen im Bild markieren. Und das machen wir genauso wie eben mit so einer Hilfsebene, indem wir wirklich sagen, wir legen uns mal eine Hilfsebene wieder an, Schwellenwert, und schieben den Regler erstmal einmal komplett rüber nach links und schieben ihn jetzt langsam wieder nach rechts. So, und jetzt tauchen hier die ersten Stellen auf, wo ich wirklich meine dunklen Bereiche habe. Und jetzt kann ich wieder sagen, okay, ich will den Farbaufnahmepunkt setzen und der kommt hier rein. Und wenn ihr das nicht genau trefft, zoomt lieber ein bisschen dichter ran. Halt. Und dann kann man den Punkt auch nachher noch mal ein bisschen verschieben, indem man ihn einfach hier so mit gedrückter Maus woanders hinschiebt. So, das ist die eine Geschichte. Dann haben wir schon mal unseren dunkelsten Punkt, sage wieder das ganze Bild, weil jetzt brauche ich natürlich noch den zweiten Punkt für die hellsten Stellen. Dazu schiebe ich erstmal diesen Schwellenwert komplett nach rechts rüber und schiebe ihn jetzt langsam nach links, bis hier wieder die ersten weißen Stellen erscheinen. Und das sind nämlich unsere Bereiche, die am hellsten im Bild sind. So, wenn wir das haben, zoomen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen ran und sagen, komm, die Stelle brauchen wir. So, und können jetzt auch hier den Bereich nämlich markieren mit diesem Farbaufnahmewerkzeug und klicken einfach mal hier rein. So, dann haben wir auch diese Stelle markiert. So, jetzt haben wir unsere beiden Punkte. Wir können jetzt sagen, diese Hilfsebene wollen wir wieder deaktivieren und sagen jetzt, okay, wir brauchen unsere Tonwertkorrektur, unseren Schwarzpunkt, die dunkelste Stelle im Bild finden wir hier. Und unsere hellste Stelle im Foto, die haben wir hier. So. Und jetzt können wir das Ganze mal wieder im Vollbild uns betrachten, ganzes Bild. Dann haben wir das jetzt gemacht. Ich schalte mal wieder vorher, nachher ein. Und dann seht ihr halt, wie wir den Kontrast in dem Foto hier nachträglich erhöht haben und als Hilfsebene dort diese Schwellenwertebene genutzt haben. Ja, das war es an dieser Stelle auch mit diesem neuen Video Fotologbuch Lernt Photoshop. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.